Lucius Akun präsentiert Let's Play Hand of Fate, Teil 28. Hallihallo, eine neue Folge Hand of Fate mit eurem Lucius Akun. Und wir werden heute mal wieder versuchen. Was willst du von mir? Egal. Genau. Und wir werden uns heute wieder mit dem Schädelkönig anlegen. Und ja, hoffen wir mal auf einen erfolgreichen Abschluss. Denn jetzt würde mich doch mal langsam interessieren, was dieses mit der Yong, das schon die ganze Zeit auf seinem Tisch sitzt, bedeutet. Okay, so zur Erinnerung mal. Was passiert eigentlich? Flüche. Minus 10 maximale Gesundheit. Wann immer der Spieler mit einem Fluch nach diesem hier belegt wird. Schwache Handgelenke. Das Ausführen eines ungeschützten Angriffs fügt dem Spieler 5 Schaden zu. Ja, das wollte ich doch irgendwann mal nachgucken. Na gut. Und damit wir uns gleich ein bisschen einstimmen, nochmal mit frohen Gemutes und quasi so, dass wir sagen, okay, das ist ein neues Abenteuer. Die Überlieferung. Der furchterregendste untote Krieger, der je gesehen wurde. An einem Arm trägt er ein Schild, das die meisten Männer erdrücken würde. Da fehlt ein Ü. Und mit dem anderen schwingt er in tödlicher Behendigkeit ein zweihändiges Schwert. Ja, ich würde... Ja, also ein zweihändiges Schwert mit einer Hand. Respekt. Außer es ist so eine Labwaffe aus Schaumstoff. Once more the king howls for your flesh. Ja, er wartet schon. Wir gucken kurz das Kartendeck an. Ich glaube, im Waffenbereich müssen wir... Oder im Ausrüstungsbereich müssen wir nicht viel ändern. Das war jetzt immer ganz okay. Und wir haben auch noch genug Sachen, die wir nicht kennen. Ist vielleicht noch was oben dazugekommen? Jetzt auch nicht explizit. Eure Ringe haben wir sowieso noch neue dabei. Dann lassen wir es einfach mal so. Genau. Und hier auf jeden Fall noch jede Menge Token. So. So, was haben wir denn, wo keine Token im Spiel sind? Einheimische Bäuerin war nicht so toll. Das Teufelswald ist okay, das kann man mal mitnehmen. Ja, nichts Besonderes, aber das ist alles, glaube ich, ganz okay. Über den hilfreichen Priester kann man vielleicht ein bisschen diskutieren. Haben wir da vielleicht noch was Besseres? Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Daran lag es ja auch das letzte Mal nicht, dass wir gescheitert sind. Nun gut, dann lasst uns das Spiel beginnen. Ja, da links da sieht man schon das Medaillon, wo jetzt der Schädelkönig-Kartenabbildung drüber liegt. So, er mischt mal wieder. Ah. Ja, ich weiß, du bist nicht der Erste. Also ich gehe immer noch davon aus, dass wir ihn wahrscheinlich ersetzen werden, wenn wir gegen ihn gewinnen. Das würde irgendwie so Sinn machen. Ja, aber hier drüben sehen wir ja dieses, mit diesem 5-Zack-Stern, dieses Medaillon. Und das wollen wir uns doch jetzt holen mal endlich. Und dann, lasst uns den ersten Schritt tun. Ah, mal was Unproblematisches. Dann sichern wir uns doch gleich mal einen Token. Du triffst den Priester wieder. Ja, und hat immer noch den gleichen Spruch. Die Kinder waren das letzte Mal von deiner Großzügigkeit sehr berührt. Wärst du wieder bereit, ein paar Leben zu retten? Dann geben wir ihm mal ein paar Rationen. Eine weise Entscheidung, ruft der Priester aus. 5. 10 finde ich schon heftig. Der Priester nimmt deine Vorräte demütig an. Lass mich nachsehen, ob ich in meinem Sack etwas habe, um dir deine Großzügigkeit zu danken. Oh. Hey, ich wollte doch ein bisschen mehr. Also ich schwanke zwischen den beiden Karten. Okay, beide falsch. Das heißt kein Token. Aber immerhin kriegen wir eine Segenskarte. Wann immer der Spieler Rationen isst, erhält er den doppelten Heilungseffekt. Gibt's Besseres, aber gibt's auch Schlechteres, würde ich mal sagen. Ich frage mich immer noch, was das mit den schwachen Handgelenken bedeutet. Naja, springen wir mal weiter. Oh, unser Spezialfreund, der Gehängte. Mal gucken, was er diesmal so für uns hat.
Eines Tages triffst du auf deinen Reisen durch den Wald auf einen Mann, der an seinen Knöcheln aufgehängt ist. Aber er sieht sehr entspannt aus, also. Du fragst ihn nach seiner derzeitigen misslichen Lage, doch er erklärt, dass er keinerlei Hilfe möchte. Diese gesunde Einstellung. Ich habe das Schicksal akzeptiert, welches mir die Vorsehung bestimmt hat, genau wie du deines akzeptieren solltest. Also ich weiß ja auch nicht, wie es euch geht, aber ich bin persönlich jemand, der nicht wirklich so an Schicksal glaubt. Also ich glaube zwar immer so ein bisschen dran, dass es immer besser wird im Leben und ich bin da auch so ein bisschen so ein Glückskind. Also meistens, wenn sich was Schlechtes ereignet hat, hat sich es dann doch zum Guten gewendet. Ja, man muss halt auch immer, man darf sich halt auch nicht immer das Schlechteste raussuchen bei einer Erfahrung, sondern auch überlegen, okay, was habe ich daraus gelernt? Was kann ich positiv daraus ziehen? Das klingt so ein bisschen oberlehrerhaft, ich weiß. Aber es ist wirklich so. Ja, also wenn sich einer anguckt und auch mal ein Beispiel nennen will, gerne. Ich überlege auch gerade. Naja, zum Beispiel genau, als ich wirklich frisch im Beruf war, wurde ich zum Beispiel während meiner Probezeit auch durchaus mal. Also bin ich gegangen in meiner Probezeit, weil es einfach mit dem Chef nicht geklappt hat und habe gewechselt in eine andere Firma und da war es wirklich cool. Solche Beispiele. Und jetzt auch muss ich sagen, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich jetzt ja eine neue Arbeit seit dem Monat habe und da ist es auch echt cool. Also ich würde sagen, es ist wieder eine Verbesserung. Auch ist es was Neues, Spannendes, dass man nicht mehr in den alten Faden. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn man auch gezwungen wird, sich neu zu orientieren. Nun gut, schauen wir mal, wie wir uns jetzt neu orientieren müssen. Also Entschuldigung für das Oberlehrerhafte und lebt euer Leben, wie ihr es wollt, ne? Also, ich rede da nur von meinen Erfahrungen. Mit jedem Treffer am Spieler besteht die Chance, den Angreifer zu vergiften, weil wir giftiges Blut haben. Das ist gut. Rache des Gebers. I appreciate your ingenuity. I look forward to seeing how you approach this particular challenge. Im Kampf hat jeder sterbende Gegner eine Chance von 40%, eine Bombe fallen zu lassen. Ich mag das Bild. Das Bild ist so geil, einfach nur. Mit dem Schädel, der da eigentlich eine Bombe ist. Und das war eigentlich ganz witzig, so, als wir den das letzte Mal hatten, den Fluch. Was ich nicht so witzig finde, ist, dass wir natürlich jetzt gerade wieder mal 10 Gesundheit verloren haben. Und vor allem maximale Gesundheit. Okay. Du überlässt den offensichtlich geistig umnachteten Mann seinem Schicksal, da er das so wünscht. Da ist es auch so. Jeder soll sein Leben so führen, wie er es will. Das Spiel gibt mir recht. Die Wahl des Teufels. All choices are the devil's choice. Even the choice to do nothing. So. Alle Entscheidungen sind die Teufelsentscheidungen. Na gut. Ein in einem Mantel gehüllter Teufel erscheint auf deinem Weg. Ich bin hier, um deine Macht zu testen, sogenannter Held. Wähle deinen Gegner. Ja, wir kennen ja das Prinzip. Manchmal nimmt er ja nicht das, was wir wollen. Und ich möchte aber keinen Boss mit noch einer zusätzlichen Kombination. Aber wahrscheinlich sagt er jetzt, wir dürfen gegen ihn kämpfen. Du bist kein mächtiger Held. Ich lasse dich in deiner Wahl weiterleben. Okay. Na? Geht's los? Auch das Schiff knarrt schon im Hintergrund. So, wenn die nicht immer gleich ihre Gefolgsmänner mitbringen. Und vor allem die Musketenschütze, die wir nicht blocken können. Na gut. Dann lasst uns mal loskämpfen. Weg. Lass mal die Schützen weg. Schöner Rückhandschlag. Ah, nein, du triffst mich nicht. Aber die Skelette sind echt top im Blocken. Oh, weg. Stimmt, jetzt können ja die. Stimmt, es können ja immer Bomben jetzt entstehen. Na. Oh, hau doch nicht auf den ein. Du sollst doch auf den Schützen einschießen. Oh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ach nee, ich habe nichts verloren, oder? Ah, Gott. Zu früh gefreut.
Oh, schon wieder getroffen. Apropos, oh, der belebt die ja immer wieder. Verdammt. Der legt schon wieder an. Oh, wir müssen unbedingt den Knochenboom. Oh, ist er jetzt endlich unten? Ne, er ist nur umgekippt. Ach, Mensch. Ja, aber schön, die Explosion hat zumindest ein bisschen was mitgenommen. Oh, so lange heilt er so unverwundbar. Verdammt, ist das fies. So, jetzt aber. Oh, weg. Na, wenigstens kannst du nicht mehr blocken. Was ist das? Haben wir ihn jetzt endlich? Nee. Oh, oh. Eine Bombe hat er uns auch noch hinterlassen. So, jetzt aber. Du kannst sowieso nicht mehr blocken. Erstmal um die kümmern. Vorsicht. So. Oh, oh, die Bombe. Ach gut. Slow-Mo hat uns gerettet. Oh Gott, ich sehe schon. Ich sollte mich echt hier mal wieder ein bisschen anstrengen. Weil was sind das jetzt? 30, 31, 34 Schadenspunkte? Ich war schon mal besser. Ausgezeichnet, ruft der Teufel. Du bist meine listige Prüfung. Du hast meine listige Prüfung bestanden. Hier, du erhältst einen Schatz. Und wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, töte ich dich vielleicht selbst. Ja, das verspricht er jedes Mal. Aber 4 Gewinnkarten sind trotzdem, waren glaube ich der Kampf wert. 5 Rationen. Sehr schön. Haben wir mal schon wieder ein bisschen Nahrung. Oh Gott, ganz schlimm in der neuen Arbeit. Da gibt es dauernd was zu essen. Also mit Kantine und so. Ich nehme zu. Ich muss auf jeden Fall... Okay. Ja, ein riesiger Hammer. Nichts Überraschendes, würde ich sagen. Oh, aber er ist heilig. Immerhin. Das ist ja perfekt. Und wir kämpfen gegen Skelette. Vor allem, ich glaube, ach genau, mit heiligen Waffen, soweit ich mich noch erinnern kann, wenn da jemand getroffen wird, also ein Skelett, dann werden die, können die sich nicht regenerieren. Während du fortlaufend Angriffe aneinander reißt, erhöht sich dein Schaden enorm. Drücke linken Bumper, um eine mächtige Explosion freizusetzen. Na, da bin ich mal gespannt. Ja, was wollte ich sagen? Ja, also, oh, man frisst und frisst. Ganz schlimm. Oh, ein bisschen Gold. Und oh, also ich habe mir jetzt mal vorgenommen für nächste, ab nächste Woche zumindest mal, ich trinke dann auch nochmal ganz gerne Kakao, weil ich keinen Kaffee trinke. So, wenn man sich mit den Kollegen unterhält und nascht dann halt nochmal einen Schokoriegel. Ich lasse die zumindest jetzt als erstes mal weg. Und hoffe, dass es dann erstmal nicht mehr weitergeht nach oben mit dem Gewicht. Boah. Und dann möchte ich auch endlich mal wieder ins Fitnesstraining gehen, ins Fitnesscenter gehen. Echt schlimm. So, die Echsenkuppel. Die haben auch schon ein paar Mal probiert. Eines Nachts gerätst du in Gefangenschaft von Echsenmenschen, die dich zu ihrem König bringen. Du musst wählen, gegen wen du in ihrem Untergrundarena ganz ohne deine Ausrüstung kämpfst. Oh Mann, ich wollte doch jetzt... Jetzt sehen wir gar nicht den neuen Hammer. Naja. Das ist eine nette Wahl. Ja, die Lava-Golems sind eigentlich, wenn man gut aufpasst, ganz nett. Und wir müssen auf beide ewig einhauen, wenn wir mit unserer Grundwaffe kämpfen. Boah, das wird so ein Ausdauerkampf. Aber ich hoffe, das ist nicht so eine Arena, die so voll gespickt ist mit Fallen. Ja, ich tippe mal drauf, das Feuer wird dem Lava-Golem relativ wenig machen. Es passt natürlich gut zu einem Lava-Golem, aber... Ja, ich hätte mir was anderes gewünscht. Oh, oh, und explodiere. Aber immerhin, hier sehen wir ihn gut. So. Oh, oh. Oh, verdammt, da hat er uns erwischt. 15 hat er uns abgezogen. Oh. Jetzt aber vorsichtig. So, Lucius, kein Treffer mehr. Immer drauf. Auf dich. Oh Mann. Oh, oh, weg, 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 weg. Weg.
Ah, in die falsche Richtung gehauen. Oder in die richtige Richtung. Ja, zu früh gefreut. So, jetzt wird er wahrscheinlich wieder diese große Attacke machen, oder? Nein. Oh, Glück gehabt. Oh, weg. Okay, jetzt macht er höchstens die Explosion. Ah, schön. Holla, holla. Ja, deine Bombe kannst du da jetzt hinlegen. Wir sind ja geschützt. Jetzt haben wir noch 16 Lebenspunkte. Wäre mal nett, dass wenn der Ausgang keine Falle keine Falle am Ausgangspunkt wartet. Der Echsenkönig kehrt zurück und gewährt dir eine Belohnung, bevor er deine Ausrüstung zurückgeben lässt. Aber immerhin, wir kriegen ganz gut Zeug. Bitte Heilung, danke. The pendulum can swing both ways. Und, was noch? Okay, essenstechnisch sind wir gut ausgestattet. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich dem Priester mehr gegeben. Auf dem Weg zurück zur Oberfläche siehst du Käfige mit weiteren menschlichen Gefangenen, die darauf warten, in der Arena zu kämpfen. Ich habe immer noch nicht kapiert. Ich dachte echt, dass wir das schon mal geschafft hatten. Aber gut. An der Oberfläche angekommen, wirst du freigelassen, doch du zögerst, als du die Hilferufe aus dem Tunnel widerhallen hörst. Wir gehen zurück. Wir haben doch dem Teufel schon bewiesen, dass wir ein Held sind. Ich würde jetzt wieder zwischen den zwei tippen und nehme nochmal die. Und das sind wieder beide nicht. Ich habe heute aber ein echt glückliches Händchen. Du schleichst dich zurück in die Tunnel. Doch du wirst erneut gefangen und wieder in die Arena geschickt. Zwei Monsterkarten. Okay. Puh. Ja, das ist mal eine richtige Strafe. Ich höre schon wieder irgendwelche Fallen. Auf jeden Fall Feuer. Oh, wir müssen vor allem diesen Katapult ausschalten. Aber jetzt habe ich zumindest meine Ausrüstung, oder? Ja. Immerhin. Bin ich jetzt mal gespannt. Oh, verdammt. Explosion! Weg, weg, weg. Oh, Feuer. Oh, verdammt. Oh, nee. Jetzt hat uns die Bombe erwischt. Also so langsam bin ich am überlegen, wenn ich nur so kurze Sessions mache, ob ihr das überhaupt jedes Mal sehen wollt. Soll ich solche Sessions eventuell mal nicht abfilmen? Oder also dann halt nicht bringen? Oh, das... Mann, Mann, Mann. Oder bringe ich mal zwei Folgen an dem Tag? Ich weiß es nicht. Na gut, na gut. Und das Amulett wartet immer noch. Ja. Dann würde ich mal sagen, das ist der Folgenstopp. Und das nächste Mal können wir gleich ins Abenteuer springen. Und ich werde keine Karten vorsortieren. Denn ich denke, an den Karten liegt es im Augenblick nicht wirklich. Und vielleicht soll ich auch mal ein bisschen vorsichtiger spielen. Es ist halt ein Roguelike und ich glaube, im Augenblick bin ich ein bisschen zu gerusht und will unbedingt ans Ziel kommen. Und das ist vielleicht mein Fehler im Augenblick. Okay, probieren wir es vielleicht mit einer neuen Strategie beim nächsten Mal. Euer Lucius Raccoon wünscht euch trotzdem einen schönen Tag und bis dann.